Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag und einen schönen Abend oder einen schönen Mittag oder wann auch immer ihr die Folge seht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag gehabt und bei euch ist alles gut und super. Ich wollte mal eben ganz kurz eben auf ein paar Dinge eingehen, die in die Kommentare standen. Nichts Schlimmes, alles cool, alles super, alles easy. Und zwar kommen irgendwie Beschwerden, dass ich nicht sauber arbeiten würde. Weiß ich jetzt nicht. Ich hatte das schon mal ganz kurz ein bisschen erwähnt. Und zwar hatte ich gesagt, ja, in einer normalen Singleplayer oder in einem normalen Spiel ist das, gebe ich euch recht. Also klar, da muss man nicht über Felder fahren und da muss man nicht dingen. Aber in so einer Challenge muss es mal schnell gehen. Da ist Hektik drin. Ja, ich bin auch so kein guter Frontlader, Belader, da stehe ich auch zu, da will ich euch auch nicht absprechen, habt ihr auch vollkommen recht. Ich mache das hier nicht mit Absicht, ich möchte gewinnen, aber für mich war es nie so, als wenn ich jetzt hier mit Absicht rumtrollen würde. Also ehrlich nicht, wirklich nicht. Wenn das so rüberkam, tut es mir sehr, sehr leid. So ist nicht der Fall. Ich möchte gewinnen, ich möchte hier mit Sophie schön spielen, Spaß haben. Alles gut. Und da wollte ich halt einfach nur noch mal dran erinnern, dass ihr euch da wirklich dran denken müsst, dass wir hier in einer Challenge sind und nicht in einer normalen Let's Play. Versteht ihr, was ich meine? Und ich meine das echt nicht böse. Ich weiß auch nicht, warum das immer bei mir der Fall ist, wenn ich zum Beispiel mal bei den meinen Kollegen vorbeischaue, die auch hier im Projekt sind. Also da wird teilweise schlimmer gefahren, schlimmer beladen und alles Mögliche, als ich sogar mache. Da kommt komischerweise nichts. Ich weiß nicht, warum die Leute immer auf mich drauf gehen, wenn irgendwas nicht so läuft. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich dann auch diese Person angeschrieben, habe dann gesagt, ey, was ist denn da los? Du bist nur am Meckern, nur am Nölen. Er hatte unter den letzten vier Videos das da immer reingeschrieben. Daraufhin wurde mir direkt, ich wäre nicht kritikfähig, gedingst. Aber ich wurde ja bedroht. Es wurde zu mir geschrieben in den Kommentar, wenn du das und das, wenn du dich nicht besserst, schaue ich dich nicht mehr. Wenn du das so und so nicht machst, schaue ich dich nicht mehr. So, das ist keine Kritik, das ist eine Drohung. Wenn ich zum Beispiel sage, mach das so, wie ich das will, oder ich gucke dich nicht mehr, ist das eine Drohung und keine Kritik. Wenn du eine Kritik äußern möchtest, ist das sehr gern gesehen. Ich bin nicht kritikunfähig. Dann sag doch einfach, ey Freezy, dass du da über das Feld gefahren bist, ist scheiße, das macht man nicht, unterlass das bitte. Das wäre Kritik. Aber zu sagen, mach das so, wie ich das will, oder ich schaue dich nicht mehr, oder ich deabonniere, oder was auch immer, ist keine Kritik. Das ist seinen eigenen Willen durchsetzen wollen. Und das geht nicht, und das mache ich nicht mit. Alles andere, so. Und dann habe ich auch seinen Namen damit reingeschrieben, da habe ich noch reingeschrieben, nur weil du Klaus heißt, muss ich nicht springen, wenn du was sagst, oder irgendwie sowas habe ich in einer Art geschrieben. Was hat mein Name damit zu tun? Ja, nix. Ich wollte halt einfach nur damit sagen, nur weil du Klaus heißt oder wer auch immer du bist, kannst du mir nicht sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Das war im Großen und Ganzen alles. Ich möchte auch kein großes Fass drum aufmachen. Ich freue mich über jeden Kommentar, der kommt. Ich möchte nur, dass man mir nicht so einen Mist unterstellt. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin kritikfähig. Aber man muss auch vielleicht mal wissen, was Kritik ist, bevor man Leuten immer da was ranschmeißt, weil das kriege ich das öfter und vom Kopf geschmissen. Ich werde beleidigt oder mir wird irgendwas an den Kopf geschmissen, was nicht stimmt. Dann rechtfertige ich mich und sage, ja, Moment mal, das stimmt aber gar nicht. So und so und so und so und so war das. Bitte beim nächsten Mal überlegen. Oh, du bist total kritikunfähig. Hat doch nichts mit Kritik zu tun, weil ich sage, das stimmt nicht. Das sind Unterstellungen und keine Kritik. Man unterstellt mir Dinge, die nicht stimmen. Und das will ich ja nur rechtfertigen. Das heißt doch nicht, dass ich nicht kritikfähig bin. Es heißt nur, dass ich nicht möchte, dass solche Scheiße über mich geredet wird. Dass ihr Dinge sagt, die nicht stimmen. Und das ist doch mein Recht. Das ist eine Verleugnung. Damit könnte man auch eigentlich, ne, auch andere Schritte gehen. Aber will ich gar nicht. Um Gottes Willen. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Das soll auch keine Drohung sein. Das werde ich nie tun. Aber, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich immer tue, was bei mir immer so schlimm ist, dass es bei mir immer so draufgedrückt werden muss. Und das würde mich halt interessieren. Nicht, und das möchte ich mal gerne wissen, warum. Das geht vielleicht jetzt mal an die Hater,
oder an die Leute, die man nölen, warum immer bei mir? Was mache ich denn so schlimm anders als alle anderen? Das würde mich mal wirklich brennend interessieren, weil dann würde ich das nämlich auch gerne ändern wollen. Also wirklich, meine ich jetzt ernst. Dann schreibt es mir mal bitte sachlich, ohne Beleidigung. Dann mache ich mir darüber Gedanken und dann werde ich das auch ändern. Wirklich, ernst gemeint. Das ist kein Scheiß, aber hört auf, mir immer Sachen zu unterstellen. Und das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ich habe Bock auf das Projekt. Das habe ich schon des Öfteren selber gesagt. Und ich habe Bock. Ich will das hier machen. Deswegen bitte, hört auf. Nur weil ihr der Meinung seid, ist das ja voll okay. Aber sagt doch nicht einfach, zu 100% hat der keinen Bock mehr. Das sieht man schon, wie der spielt und bla und blub. Ich spiele dann halt einfach so. Wisst ihr? Das ist nicht böse gemeint. Echt nicht. Oder auch wie das. Das mache ich zum Beispiel nicht, um euch zu ärgern. Das mache ich halt einfach nur, um so viel wie möglich wegzubekommen. Klar sieht das scheiße aus. Und klar macht man das im Real Life nicht. Aber ich muss doch vorwärts kommen. Versteht ihr, was ich meine? Und die hätte ich drehen sollen. Das ist scheiße. Das sehe ich selber ein. Die hätte ich drehen sollen, so wie die, dann hätte ich mehr mitbekommen. Das sehe ich ein. So. Erinnern, was wir noch für einen Traktor hatten. Cordula! Damon, hallo! Hallo! Entschuldigung, ich hatte hier das Mikrofon ein bisschen falsch eingestellt. Ja, sag mal, hattest du hier diese schallunterdrückenden Kopfhörer auf? Sag ja, mal, ja, hast mich gar nicht gehört. Ich habe gerufen. Oh, es tut mir so leid, das war auf jeden Fall nicht mit Absicht. Ja, kein Problem, jetzt bist du ja da. Ja, ich fahre jetzt die ersten Ballen weg, weil ich habe ein bisschen... Achso, ich komme gerade zurück, sonst würde ich das nämlich machen. Da kannst du... Es stehen da nicht zwei Anhänger zum Aufladen? Ja, ich müsste den hinteren sowieso mal einmal abladen, weil den habe ich ein bisschen beschissen gepackt mit drei. Das wäre doof, so zu fahren. Okay. Aber ja, dann... Ja? Könntest du den anderen eigentlich mitnehmen? Wenn du wiederkommst, müsste der hier fertig sein, hoffe ich. Ja, also ich komme jetzt erstmal wieder zurück. Ja. Jetzt aber nur mal ganz kurz, sag mal, was hast denn du für offene Quests bei dir? Achso, einen Moment. Also bei dir, haben wir auch nur dieses Crossword-Puzzle bei dir stehen? Weil müssen wir nicht irgendwas angenommen haben, wo wir die Ballen hinbringen? Ich habe hier mehrere Quests. Die auch schon angenommen sind, oder bist du gerade... Das stimmt, nee, ich habe eine Quest, die angenommen ist, dieses Crosswords. Ja. Und drei Quests habe ich zum Annehmen. Einmal, ich glaube, ich brauche eine Brille, ich kann da kaum lesen, ey. Wo got it, glaube ich, heißt das. Oder we got it, glaube ich, kann das? We got it. Mhm. Ja, ja, we got it. Die Bohne und alles Bio oder was, glaube ich. Ja, alles Bio oder was, ja. So, also Moment. Erstmal sammle die Beine und liefere zur Pferdezucht. Das können wir doch schon mal annehmen, weil dann weiß ich nämlich, wo ich das hinbringen muss, ne? Stimmt, ja, ja. Gut, dann nehme ich das schon mal an. Wollen wir die andere... Guck mal, wir müssen ein Feld mit Sojabohnen ernten und die Bohnen dann zum Bio-Lädle bringen. Wollen wir das auch schon beides annehmen? Auf jeden Fall, ja. Das können... Ja. Ja. Mach ich. So. Guck mal, dann haben wir jetzt alles angenommen. Perfekt. Dann können wir jetzt wieder... Haben wir jetzt wieder einiges zu tun hier. Können wir wieder hustlen. Ja. Gut. Und ansonsten, Damon, geht's dir gut? Ja. Und wie geht's dir? Ach, auch gut, ja. Immer alles ein bisschen anstrengend hier, ne? Ja. Aber ansonsten geht's mir hervorragend. Ich habe mir einen neuen PC gekauft. Neuen PC? Wow. Ja. Oder eher gesagt heute, der kommt jetzt bald. Ach so, du hast ihn noch nicht? Nein, nee, noch nicht, ne. Toll, das ist ja super. So zum Spiele spielen und so? Ja, genau. Ah, was spielst du denn dann so Tolles? Oh, vieles. Momentan spiele ich sehr gerne den Kebab-Simulator. Kennst du den? Kebab-Simulator? Nee, was denn das? Da spielst du ein Kebab-Restaurant. Du musst Essen kochen. Das gefällt mir ganz gut. Und kannst du das nur im Spiel oder bist du auch so im realen Leben guter Koch? Ich backe sehr gerne mit ab und zu mal, ja. Aha. Wirklich, ja. Ja, schön. Du denn? Wie bitte? Du denn? Irgendwie backen oder kochen sehr gerne? Oder ist so eher kochen so? Es geht so. Also ich mach's halt, weil es ja gemacht werden muss. Mhm. Aber heute zum Beispiel habe ich mir einfach mal eine Pizza bestellt. Ja, weißt du? Genau, ja. So, das ist ja auch voll okay. Nee, das ist total. Aber toll. Also das mit so einem Computer finde ich ja toll. Ich spiele ja auch sehr gerne Spiele. Ja, was spielst du ja, denn so? Ja. Pac-Man? Also, nee. Kennst du Soul Tycoon?
Ja, kenne ich wirklich. Habe ich mal was in der GameStar gelesen. Weil Tiere sind Freunde. Auf jeden Fall. Und in dem Spiel kann man den Tieren so schöne Gehege bauen und so, dass es denen richtig gut geht. Und sowas spielst du gerne. Das finde ich toll. Oder, was ich auch sehr gerne spiele, ist dieses Sims 2. Sims 2? Ja, da kann man Tiere, Haustiere haben und so. Aber bei Sims 4 doch auch, oder? Sims 4? Was ist denn das? Ja, die Sims. Wie, aber ich habe ja Sims 2. Ja, aber kauf dir doch 4. Aber was ist das denn? Ein anderes? Ich will ja meine Sims behalten. Ach so, das geht nicht. Da musst du von vorne anfangen. Ah. Ja. Die Sims 2. So, sag mal, wo ist eigentlich der Pferdeverkauf? Ich bin hier einfach losgefahren. Das ist eine gute Frage, warte, da muss ich auch mal gucken. Ist das... ist das Pferdezucht-Futterankauf? Ich fast sagen. Pferdezucht-Strohankauf. Ist Strohankauf gleich Futterankauf? Ah, ne, hier, Strohankauf. Ach doch, ja, Strohankauf gibt es. Moment. Hab's, glaube ich, gefunden. Ah, ich bin vorbeigefahren. Ja, das wäre tipptopp. Also du hast alles, ja? Ich habe alles, danke. Ach, super. Super, toll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder hochkomme, den Berg, ist das Problem. Sag mal, wie viele Traktoren besitzen wir jetzt eigentlich? Drei. Drei? Ja? Und nee, in welchem sitzt du? Ich sitze... in den Biene 0001. Ach, du sitzt in der Biene. Ja. Gut, weil die Biene habe ich nämlich gesucht. Du. Ich habe gerade schon Terror gemacht hier beim Händler. Ach so. Ich dachte, das hat uns schon jemand beklaut. Nee, beim Händler steht aber auch noch ein Trecker von uns, der andere Fendt. Ja, da habe ich mir einfach nämlich einen genommen. Ja, da könnte sein, dass es unser ist. Ja, ich weiß nicht, ob es unser ist, aber ich habe mir einfach einen genommen. Ja. Wo wir die Schlüssel gesteckt haben, dachte ich mir, passt schon. Das stimmt. Wie viele... Zählt eigentlich jemand mit hier bei den Ballen? Nee, ne? Ich liefere das einfach mal ab. Ah. Nee, wir haben zwei. Entschuldigung, zwei. Wir haben den 511er und hier die Biene 0001. Und dann haben wir doch noch dieses Multifunktionsfahrzeug da, oder? Ach ja, genau. Das haben wir auch noch. Doch, dann haben wir drei. Ja, doch. Ja, ja. An den habe ich nicht gedacht. So, okay, also ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Das ist ja hier direkt bei uns vor der Haustür der Verkaufspunkt. Ach so, das ist ja super. Ja. Hier unten am Feldrand liegen übrigens auch noch Ballen, ne? Ich weiß nicht, ob du die im Blick hast. Ja, die habe ich vorhin gesehen. Ja, ja, die hole ich mir jetzt. Hast du noch andere Hobbys außer Bienen und Sims 2 spielen? Hobbys? Ja. Also ich bin ja auch musikalisch sehr begabt. Ach echt? Ja, ja, ja. Das war, also in der Schule mochten die anderen Kinder mich deswegen immer nicht ganz so gerne. Weil du gut singen konntest? Bitte? Weil du gut singen konntest? Nee, ich rede ja nicht von singen. Sondern? Sondern ich spiele den Dudelsack. Okay. Das ist aber, boah, das ist cool. Kennst du Dudelsack? Ja, kenne ich. Das hört man ja echt selten. Echt? Ist toll, oder? Das ja. Ich bin umgestiegen. Vorher habe ich Akkordeon gespielt, aber ich wollte ein bisschen was Cooleres machen. Da habe ich mich für Dudelsack entschieden. Okay. Ja, wer Spaß daran hat, warum nicht, ne? Also, ist super, ne? Hätte ich jetzt echt nicht von dir gedacht. Ja, kannst du mal sehen. Du einfach ein Multitalent, ne? Das stimmt. Ja, und wie ist es bei dir? Ich mache ganz viele Nerd-Krams, sag ich mal so, ne? Nerd-Krams? Was ist das denn? Ich spiele sehr gerne Nerd-Brettspiele und sowas, so Dungeons und sowas, weißt du? Oder Pen and Paper spiele ich ganz gerne. Sowas ist meine Welt. Aha. Oder Escape Rooms. Ja, damit kenne ich mich gar nicht aus. Escape Rooms mache ich ganz gerne. Spiele ich sehr gerne als Brettspiel, aber auch sehr gerne als echt in so einen Raum eingesperrt werden und dann die Rätsel lösen und so. Das kenne ich. Habe ich mal ausprobiert, aber habe ich eine Panikattacke bekommen, muss ich nach 10 Minuten raus. Echt? Ja, das war mir nichts, du. Nee, das war mir nichts, ach so. Du. Hast du Panikknopf gedrückt?
Ja, da bin ich raus. Habe ich gegen die Tür gehämmert. Weißt du, da hat man mich gemerkt, die Tür, die da abschließen, die ist gar nicht so gut abgeschlossen. Ein guter Kickbox-Kick und dann ist die Tür offen. Das ist ganz easy gewesen. Hast du hier einen auf Polizeisondereinsatz gemacht? Ja, die Tür offen. Genau, da habe ich gesagt, SDK, open up! Ja. Oh, ja, da war die offen. Aber ich habe mich ein bisschen zu sehr gefreut, dass ich es rausgeschafft habe. Die haben dann zu mir gesagt, das war so nicht geplant und das gilt nicht. Also das ist nicht nach den Regeln. Ja, daher verstehe ich gar nicht, warum. Ich meine, die Aufgabe ist rauszukommen, haben wir ja geschafft. Ach, stimmt. Ja, eigentlich schon, ne? Wie du rauskommst, wird ja vorher nicht gesagt. Eben. So, wie viele Ballen hast du da noch? Kriegst du die alle auf einen Anhänger? Ja, ich verlade jetzt gerade den letzten Ball oder hol gerade den letzten Ball und dann sind wir hier durch. Soll ich die Anhänger zum Händler zurückbringen? Was meinst du? Ich glaube schon, ne? Willst du nochmal hochfahren? Weil sonst könnte ich den ja auch mitnehmen. Dann brauchst du nicht extra hoch. Oh, scheiße. Na, ich habe ja jetzt hier den einen Anhänger noch dabei. Und ich glaube, ich muss ja eh zum Händler, weil wir müssen ja bestimmt Mähdrescher irgendwo holen, um unsere Sojabohnen da zu ernten, oder? Das stimmt, ja. Weil dann fahre ich mit dem einen Anhänger jetzt einfach mal hin. Und einen Anhänger brauchen wir ja auch, ne? Hatten wir denn eigentlich einen Anhänger, um einzuladen? Besitzen wir sowas? Wir hatten schon mal geerntet. Da hatten wir den Anhänger vom Tempelhof gestellt bekommen. Ich glaube, den müsste er uns wieder geben. Na, sonst frage ich gleich mal am Händler, ob ob wir uns da auch was mitnehmen können. Ob die das auch vorbereitet haben, ne? Ja. Gut, super. Dann melde ich mich wieder bei dir, wenn ich zurück bin, Damon, ne? Mach das. Super, bis gleich. Bis gleich. Seht ihr, so wie das mache ich nicht mit Absicht. Das ist nicht so, dass ich hier, ich mache das mit Absicht, dass wir verlieren. Nein, mache ich echt nicht. Es ist einfach nur, ich denke mir halt einfach so, jetzt muss ich den Ball wieder runternehmen, das dauert wieder 2 Minuten, dann den Ball wieder drauf, das dauert wieder 3 Minuten und dann denke ich mir halt einfach, vielleicht habe ich Glück und die Scheiße bleibt liegen. So, und das ist der Grund und nicht, weil ich sage, ach, scheißegal, Hauptsache wir verlieren. Das ist nicht der Grund. Beispiel so wie jetzt, mache ich jetzt zum Beispiel so. Ja, und dann klappt das wieder nicht. Ich könnte zu scheiße schauen. In der Frontlader Sachen nicht gut. Ich kann ernten und abfahren. Ich bin echt nicht so gut in Frontlader verladen oder auch in den Holzdingern. Ey, bin ich echt scheiße, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bin ich also. Wenn ihr mich dafür nicht schauen wollt, ist das voll okay, aber ich mache das nicht mit Absicht. Echt nicht. Vielleicht sollte ich einfach mal mir so einen Sonntag Zeit nehmen. Und dem Team sagen, die sollen mir einfach 300 Ballen pressen und ich tue den ganzen Wochenende einfach nur Ballen laden lernen. Bringt denn so eine Seitenkonsole beim Frontlader so viel? Also ist das so, dass ihr sagt, ey, nie wieder? Also ich sag mal so, würdet ihr sagen, zwischen einer Konsole und einer Maus bestehen Welten, so dass der die Konsole oder die Maus abstinkt. Also ist das so krass, der Unterschied?
Auf jeden Fall, ja, definitiv, ja. Ich habe die Konsole und finde es besser als mit Maus. Aber noch besser finde ich es mit einem billigen Joystick, auf dem ich die Funktion belegt habe. Ah, okay. Das ist halt einfach der Skill. Ja, könnte auch sein. Den habe ich ja halt leider nicht im Verladen, ne? Ist ja das Problem. So, jetzt schaue ich aber noch mal eben, ob ich alle Ballen erwischt habe. Aber das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Okay, dann haben wir alle Ballen und dann machen wir uns jetzt hier mal vom Acker. Vom Acker. Ich habe gestern, am Wochenende, ja doch, gestern. Gestern war Sonntag, ne? Ja, gestern war Sonntag. Habe ich mit Kollegen Warhammer 40k gespielt, meine lieben Freunde. Und ich habe mir ja meine Armee bemalen lassen. Ich schwör's euch, die habe ich so nass gemacht, Alter. Meine Ultramarines, die sind aufs Feld gekommen. Die sind da echt einmal von rechts nach links. Da waren die ganzen Deathwatch tot. Deathwatch. Deathguard. Wo ist denn dieser blöde Verkauf? Von den Pferden. Ach, die hat doch gesagt, bei uns am Hof, ne? Oder? Ja. Hier, hallo. Hallo Cordula, Hallo. der Fahrer hatte sich da vertan. Ah, also Feld 30 bleibt, Feld ja? 30 ist richtig, genau. Gut. Ja, dann ich versuche gerade auszuparken. Du, das ist ja nicht einfach hier, wie du das geparkt hast. Nee, das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde vielleicht mit dem Traktor oder sowas das Schneidwerkswagen da raus. Das ist alles ein bisschen eng. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Aber mehr Platz gab es leider nicht. Okay. Ansonsten, wenn du es nicht hinkriegst, dann musst du eben Bescheid sagen. Dann komme ich mal eben und helfe. Geht das auch hier mit diesem Multitool-Werkzeug? Nee, da kann ich das nicht. Oder kann ich das da ankuppeln? Doch, das können sie eigentlich ankoppeln. Na dann frage, probier es damit mal. Cordula? Ja. Ich habe gerade noch ein Motorrad ein rotes Motorrad mit dem Kennzeichen G gesehen. Geh, ja, du, das ist hier gerade auch lang gefahren und ich hatte gerade schon gedacht, das ist es. Noch ein G, wir haben schon mal ein G, ne? Okay. Und ich habe alle Ballen verkauft und alle runtergebracht, die oben waren. Was steht jetzt an? Super. Ja, wir müssen jetzt das Feld ernten. Ich versuche hier gerade schon den Mähdrescher hier aus den Fängen des Unterstandes zu befreien. Du könntest dich dann mal mit dem Traktor. Du könntest dich einmal darum kümmern, den Traktor vom Franz Friedrich zu finden. Der ist irgendwie abhanden gekommen. Den was? Den Traktor vom Franz Friedrich. Er ist Franz Friedrich. Na, unser Herrscher hier auf dem Hof. Ach so, oh, ja, stimmt. Genau, der sucht irgendwie noch seinen Fan-Traktor. Oh. Na doch, vielleicht ist das. Ich glaube, der müsste irgendwo beim Händler stehen. Ich guck mal. Vielleicht holst du den, weil den können wir bestimmt dann auch benutzen für den Anhänger, weil das schaffen unsere Kleinen ja bestimmt nicht. Also der Traktor, der beim Händler stand, ist weg. Ja, das war meiner. Also den habe ich genommen. Ja, dann war das der. Und wo hast Aber du der ist ja ihn? viel kleinerer. Der meinte irgendwas mit Watt 920 irgendwas oder so. 926? Ja, irgendwie so groß. Na toll, hier stehen zwei. Ja, einer davon muss vom Tempelhof sein. Ah, hier, wir haben. Genau. Dann nimmst du den und dann kannst du ja mal den Franz Friedrich fragen, welchen Anhänger wir nutzen können. Und Ja. dann kommst du mit. Wir müssen zum Feld 30. Okay. Franz? Ja. Welchen Anhänger soll ich denn nehmen?
Der ist hier in meinem Silo drin. Ach so. Hier steht auch ein 511 Favorit und da in dem Silo steht er drin. Alles klar, ich habe Ihren Traktor gefunden. Ah, sehr gut. Bring ich mit nach Hause. Danke. Bambinio, servus, wie geht's dir? Alles klar? Feld 30 hat die Cordula gesagt, ne? Was meinst du mit, wie heißt die Mods oben rechts? Oben rechts? Was meinst du da? Diese Level-Up-Mod oder was? Oder was meinst du genau? Das rosa Teil. Du hast mir den Traktor hier davor geparkt. Habe ich mir auch schon überlegt, MGBLN. Ich weiß leider nicht wie. Ring, ring. Ja. Du, ich wollte den Franz Friedrich erreichen. Ist der in deiner Nähe? Entschuldigung. Nee, nee, gerade nicht. Okay, ring, ring. Hallo, Tempel. Ja, hallo, Franz Friedrich, die Cordula hier. Hallo, Cordula. Du, ich wollte mal fragen. Der Damon hat gesagt, er hat die Ballen alle abgeladen, aber das will hier einfach nicht aus meiner Quest über sich raus. Willst du uns das noch abschließen mit den Ballen? Oh, das war das Falsche. Egal. Ja, das ist gar kein Problem, du. Dann machen wir das mit den Sojabohnen nicht, du. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Da drücken wir ruhig ein Auge zu, das macht ja nichts. Ja, das ist ja... Alles gut. Aber ihr fangt da ja jetzt bestimmt mit an, ne? Ja, ich bin gerade dabei, Raufsfeld drauf zu fahren. Okay, perfekt. Dann lassen wir das so, dann brauche ich das nicht korrigieren lassen. Gut, na in Ordnung. Danke, dann trotzdem. Das mit den Ballen schließe ich trotzdem jetzt dann ab. Okay. So, fertig. Ja, jetzt ist auch wieder alles ein bisschen übersichtlicher. Das ist toll. Ja. Okay. Ja, wenn Sie da irgendwie Hilfe brauchen oder so oder Fragen haben, dann machen wir. Können Sie uns vielleicht sagen, wie viele Buchstaben das Lösungswort aus der Quest hat? Das weiß ich selber nicht. Also es wurde mir nie verraten. Vielleicht machen Sie sich mal schlau und geben uns einen Tipp. Ja, ich kann mal gucken, ob ich da was rauskriege. Hören Sie sich mal um im Ort. Ja, dann irgendwie sowas zwischen 10 und 25 oder sowas. Ja, super Tipp. Das ist toll, damit kann man arbeiten. Die Glückszahl lautet zwischen 1 und 100. Ja. Ja, gut. Nee, dann danke umhören. Für nichts, Franz Friedrich. Danke fürs falsche Quest abschließen. Danke fürs keine Tipps geben. Läuft super. Ich kann mich mal umhören, ob ich was höre. Aber ja, machen Sie mal hier den Fehler mit der Quest wieder gut. Wo wir dich aber gerade hier dran haben. Hier von dem Feld kommt ja Stroh. Muss das aufgesammelt werden? Nö. Es kommt Stroh runter? Ja, Sojastroh. Kennen Sie das nicht? Nö. Ja gut, aber schadet ja auch nichts, wenn es hier liegt, ne? Nö, das schadet nichts, genau. Oh, also. Hoppala, Damon, Menschenskinder. Okay, gut, na, alles klar.
Dann würde ich jetzt mal eine kurze Kaffeepause machen, ne? Ja, alles klärchen. Super, tschüss. Tschüss. Hallo meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Erst nochmal wirklich vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, die ihr schreibt. Wirklich, Daumen gehen dafür hoch. Es ist, was ich am Anfang erzählt habe, nichts gegen irgendjemanden persönlich oder sonst irgendetwas. Ich muss mich aber halt nur rechtfertigen, weil das ist keine Meinung und das wird mir jedes Mal unterstellt, dass ich nicht kritikfähig wäre. Es stimmt nicht. Ich will nur nicht beleidigt werden oder bedroht oder sonst irgendetwas. Es ist doch nichts Dramatisches, was ich verlange. Aber es ist halt eine Drohung, änder das oder ich bin weg. Es ist eine Drohung. Und da sage ich halt aber auch, geh. Also bedrohen lasse ich mich nicht. Das wollte ich aber dazu nochmal eben ganz kurz abschließend sagen. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben, über jeder, der meine Videos schaut. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.